Genau richtig, Freund. Ich habe zwei meiner besten Ritter zu Verhandlungen mit dem Orkführer geschickt. Sie müssen gleich zurück sein. Verdammt! Diese Orks werden nie kapitulieren. Dann nichts wie hin und die Bestien ausgeräuchert. Bedenkt, Arthas, wir sind Paladine. Rache darf niemals unser Handeln bestimmen. Lassen wir unsere Leidenschaft zu Kampfrausch werden, sind wir so schändlich wie die Orks. Ja, Uta. Wohlan, wenn ihr Manns genug seid, sollt ihr den Angriff führen. Ich? Aber gewiss. Ich bleibe hier, auf dass keine dieser garstigen Bestien das Lager bedrohen kann. Ich werde nicht versagen. Das weiß ich, Freund. Ja, und willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 3. Ich stehe für das Licht. Okay. Ach so, wir müssen wieder mal ein Lager aufbauen. Ja, das schaffen wir schon wohl. Machen wir mal noch drei Arbeiter. Gut, das Sägewerk steht. Ich kann erstmal in Ruhe ausbauen, mehr oder weniger. Es ist mehr Gold. Okay, ich würde sagen, wir bauen auch erstmal die Wachtürme aus. Weil sowas mache ich eigentlich immer relativ gerne. Mir schnell eine vernünftige Verteidigung aufbauen. Übrigens, die Arbeiter der Menschen können zu Milizen werden. Dann werden sie kurzzeitig zu schwächeren Soldaten. Was sehr stark sein kann, um seine Basis zu verteidigen. Gut, der da wird schon mal ausgebaut. Und das gleiche werde ich dann auch sofort mit dem hier machen. Was ist? Gut, wir sollten wohl erstmal eine Kaserne bauen. Ich glaube, mehr Goldgräber bringt es auch im Moment nicht. Na gut. So, was ihr euch merken sollt, ist, Paladine sollten niemals ihre Leidenschaft zu Kampfrausch werden lassen. Besteht etwa Gefahr? Okay, wir nehmen, glaube ich, die Upgrades nicht mit. Wir sind nämlich jetzt Stufe 2 und ziemlich am Anfang. Was? Also bringt es wohl nicht so viel. Es ist mehr Holz erforderlich. Ach so, Holz brauche ich auch noch. Unsere Stadt wird belagert. Ja, mein Lord. Okay. Sehr gut. Ich stehe für das Licht. Dann würde ich sagen, helft mir mal mit ihm. Übrigens, er ist ein Paladin Stufe 10. Der geht nämlich ordentlich ab. Oh. Dieser scheiß Troll, der macht ordentlich Schaden an dem Tower. Ein solider Plan. Ausbau abgeschlossen. Boah, perfekt, der ist ausgebaut. Elender Kerl. Natürlich. Okay. Das haben wir erledigt. Ich werde ihn mal weiter reparieren lassen und mir meinen Goldgräber hier abziehen. Weil ohne Kaserne schaffen wir erstmal überhaupt nichts. Der zieht uns hier ein bisschen Gold ab für die Reparatur. Ich glaube Holz nicht, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja doch, Holz auch ein bisschen. Wir könnten übrigens theoretisch mehrere Arbeiter an eine so eine Baustelle schicken, dann würde er schneller gehen. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die nur die Menschen haben. Muss kurz gucken. Ja, genau, nur die Menschen können das. Wir haben auch schon ein bisschen EP bekommen. Ich überlege vielleicht, die Türme noch ein bisschen weiter auszubauen. Ja, das weiß ich. Diese Tipps sind eigentlich relativ unnötig im Moment. Und ich glaube auch, dieses schnellere Bauen braucht mehr Ressourcen. Arbeit ist vollbracht. Ja, mein Lord. Der kann weiterhin Gold abbauen. Und der kann was bauen? Also was bringt's denn gerade so? Ja, einen Hof sollte der bauen. Weil Höfe sind auch wichtig. Richtig, ihr seht, wir haben gerade 11 von 12 Nahrung besetzt. Das heißt, wir müssen jetzt einen Hof bauen, kriegen dadurch mehr Nahrung und können dann mehr Einheiten befehligen. Besteht etwa Gefahr? Für die wir müssen ja auch wieder hier wieder helfen. Bevor die hier zu viel Schaden anrichten. Oh, der kann man schon mal wieder aufbauen. Ich stehe für das Licht. So, das soll dann auch wieder so ein bisschen zeigen, wie man seine Basis verteidigt und aufbaut. Oh, cool. Uta heilt sogar unsere Einheiten. Natürlich. Sehr praktisch. Ein solider Plan. Ja.
Das ist echt cool gemacht. Wir müssen jetzt eh warten, bis die Einheiten ausgebildet sind. Ich werde mal noch einen Hof bauen. Weil so viel bringen die auch nicht. Ich glaube, ja, 6 Nahrung bringt ein Hof. Das heißt, wir können mit 6 Nahrung 3 Soldaten ausbilden. Also ist auch nicht so die Menge. Und ihr seht, Gold ist eigentlich immer ein begrenzter Vorrat und hat man nie so viel, dass man jetzt direkt loslegen könnte. Holz geht meistens, ist selten wirklich ein wichtiger Faktor, aber sollte man eigentlich immer parat haben. Was ist? Ja, der könnte auch nicht mal von Uta geheilt werden. Ich gehe dann mal. Ach, wir müssen erstmal sowieso eine feste Soldatenanzahl ausbilden. Das ist ja cool. Ich kann noch 2 Soldaten ausbilden. Also noch einen weiteren hier. Wie gesagt, ich würde eigentlich gerne spoilern, was noch passiert, aber... Nee, ich möchte eigentlich auch nicht, weil viele... Es werden vielleicht nicht alle kennen, das Spiel. Und den möchte ich eigentlich nicht vorwegnehmen, weil das wäre echt gemein. Ja, mein Lord. Weil die Story von Warcraft ist wirklich, wirklich gut. Ich lese die Bücher auch nicht, weil sie schlecht sind. Und auch die Story von World of Warcraft ist völlig in Ordnung. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das reicht jetzt sogar. Kommt jetzt noch eine Zwischensequenz? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können weiter. Natürlich. Okay, gibt es 2 Quests, die wir machen könnten. Plan. Aber damit wir hier auch keine Probleme haben. Was? Ach so. Törichter Paladin! Die Hexenmeister vom Blackrock-Clan haben gesprochen. Bald wird es Dämonen vom Himmel regnen. Und diese jämmerliche Welt wird brennen. Ja, ja, dieses Gesülze ist mir nicht fremd. Ihr Orks werdet es nie lernen. Es war nur ein Spiegelbild. Verdammt, was haben diese Feiglinge vor? Die Stunde des Untergangs naht. Möge dies kümmerliche Opfer unsere Dämonenherren beschwichtigen. Ihr kranken Dreckskerle. Ihr werdet nie davon... Tötet die Orks. Tötet sie alle! Genau, wir müssen jetzt die Orks niedermetzeln. Das Licht ist meine Stärke. Ich werde auch weiterhin nach Quests Ausschau halten. Ein solider Plan. Natürlich. Ah, hier haben wir schon was. Ja. Seid gegrüßt, werter Mensch. Wollt ihr an unserer Jagd teilnehmen? Was jagt ihr Zwerge denn in dieser Gegend? Wir jagen Schwarzdrachen. Man sagt, das Blut der Drachen könne Waffen mit Feuerzaubern versehen. Ich bin sicher, meine Kameraden teilen den Zauber mit euch, wenn ihr sie findet. Die Feuerzauber, die ihr sucht, könnten nützlich sein. Die Bestie, die wir jagen, heißt Cirinox. Mit eurer Unterstützung hat das Monster keine Chance. Und ich glaube, wir werden gerade wieder angegriffen. Bäm, und wir haben ja ein Schwein gesprengt. Eine Verbeugung ist nicht. Ah, da können wir sogar was ausbauen. Das ist ja toll. Besteht etwa Gefahr? Natürlich. So, hier haben wir nämlich die erste Quest. Die habe ich noch in Erinnerung. Weil die ist wirklich schwer. Da krepieren ordentlich Einheiten, wenn man nicht aufpasst. Für die Ehre. Natürlich. Vor allem, weil die Drachen auch nicht angegriffen werden können von unseren kleinen mickrigen Soldaten hier. Sondern nur von den Scharfschützen. Ja, für die Ehre. Dabei machen die Scharfschützen auch ordentlich Schaden. Was braucht ihr? Ja, vor allem machen die diesen fürchterlich fiesen Pierce-Schaden. Der ist gerade gegen Fliegeneinheiten sehr, sehr stark. Natürlich. Das seht ihr hier, was die für einen Schaden machen im Moment. Hier, Schadenstich. Und die machen Schaden normal. Und der Paladin sollte eigentlich Schaden Helden machen, macht aber auch normal. Wird wohl in einer Kampagnenmission liegen. Für die Ehre. Ach verdammt, da wollte ich gar nicht hin. Da haben wir ihn. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Ihr Sterblichen werdet mit jeder Generation tollkühner. Ich würde sagen, die kümmern sich ja um die Soldaten. Während der hier den schon hochheilen sollte, den ziehe ich dann noch langsam mal raus. Nimm das, du Penner! Nimm das, du Penner! Natürlich. Tada! Bringen wir dieses Herz zu den Zwergen zurück. Das Licht ist meine Stärke.
Ich mache aber die Hingabe auch auf Stufe 2. Das Heilige ist zwar toll, heilt unsere Einheiten, aber im Regelfall sowieso fast voll. Oder ein sehr, sehr großes Stück halt ist die. Ja. Natürlich. Von daher brauchen wir das noch nicht auf Stufe 2, weil dann wird es die wirklich komplett voll heilen. Wird aber, glaube ich, auch mehr Mana kosten. Unsere Stadt wird belagert. Oh, was sieht es hier aus? Boah, nicht so gut, ehrlich gesagt. Da könnte Uta mal ruhig helfen. Ein solider Plan. Natürlich. Errichtet mehr Höfe. Noch mehr Höfe. Ach ja, stimmt. Was ist? Wir haben ja jetzt gerade Einheiten dazu bekommen. Die wollen ja auch Nahrung. Ja, mein Lord. Mehr Arbeit? Ich gehe dann mal. Ach, wir haben ja nicht gerade genug Gold. Ja, mein Lord. Wir können mal die Höfe bauen und dann hier weitermachen. Besteht etwa Gefahr? Nun werde ich eure Waffen neu schmieden, damit sie mit sengender Hitze treffen. Feuerkugel. Och, die liebe ich. Für das Licht. Arbeit ist vollbracht. Die Kugeln sind immer toll. Ich mag die Kugeln wirklich. Mehr Arbeit? Wir brauchen sogar drei Nahrung. Arbeit ist vollbracht. Dann bauen wir noch einen Hof, würde ich sagen. Gut. Mehr Arbeit. Ah, es ist nicht ganz so toll, aber wird ausreichen. So. Schade, dass wir die Mörseinheit nicht mitnehmen können. Das hier ist eine Mörseinheit. Natürlich. Ja. Für die Ehre. Natürlich. Und zuerst kümmere ich mich mal um die da, weil die machen ordentlich Schaden. Sind ungefähr das Äquivalent unserer Scharfschützen. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Ein solider Plan. Natürlich. Ich habe die gar nicht herausgewählt. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Momentan kann ich echt noch nicht viel über die Story erzählen, weil ich würde eigentlich mit jedem Satz, den ich spreche, was spoilern. Natürlich. Ein solider Plan. Na, hier haben wir Gnolle. Elender Kerl. Ab jetzt wird auch alles teurer, was wir bauen müssen. Das liegt daran, dass wir jetzt eine große Armee haben, die ernährt werden muss. Für meinen Vater, den König. Natürlich. Ist hier noch mehr? Für die Ehre. Nee, ich glaube nicht, dass hier noch mehr ist. Plan. Dann kümmern wir uns mal um den Blackrock-Clan, würde ich sagen. Einsatzbereit. Ziehen unsere Einheiten auch noch nach hier nach und kommen mit unserer relativ großen Armee. Das Licht ist meine Stärke. Oh, wir können sogar gar nicht auf einmal machen. Befehlen meine ich. Jetzt ist es nämlich komplizierter, die zu befehlen, weil wir können nur 12 Einheiten gleichzeitig auswählen und gleichzeitig schicken. Von daher werde ich mal Scharfschützen dazu nehmen. Das Licht ist meine Stärke. So. Für meinen Vater, den König. Weil, wie gesagt, Scharfschützen machen viel Schaden und das ist genau das, was wir wollen. Jetzt wird gerichtet. Weil tanken können unsere kleinen Fußsoldaten ganz gut. Vor allem, wenn die ja noch geheilt werden im Hintergrund von Arthas. Einer stirbt gleich. So viel dazu. Ich stehe für das Licht. Ja. Für die Ehre. Übrigens, diese Fallkugel, die macht jetzt einfach nur, dass wir mehr Schaden machen und Gebietsschaden mit dem Schlag. Plan. So. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Eins davon ist Spiegelbild, das andere ist, das wird das Spiegelbild sein. Für meinen Vater, den König. Ich möchte jetzt nicht, dass mein teuer Soldat hier krepiert. Richtig. Besteht etwa Gefahr? Ich glaube, das war's mit der Quest. Genau. Gut gemacht, Freund. Das war ein grandioser Sieg. Ich weiß nicht, Uta. Diese Orks haben Dorfbewohner geopfert. Ich glaube, sie wollten Dämonen beschwören. Hab Vertrauen, Freund. Diese Orks klammern sich an aussterbende Traditionen. Wir haben ihre Dämonen vor langer Zeit besiegt. Gehen wir nach Hause. Es war ein anstrengender Tag. Okay. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich habe mal auf 16:9 gestellt. Ich werde mal noch eine Mission machen. Weil ich mal gucken möchte, was passiert. Ah, ich glaube, jetzt sehen wir auch schon mal eine andere Hauptperson. Ich glaube, jetzt werden wir Jaina Proudmoore treffen. Ihr müsst weiser als der König sein.
Das Ende ist nah. Wie schon gesagt, mich interessiert dieser Unsinn nicht. Dann habe ich hier meine Zeit vergeudet. Du kannst jetzt herauskommen, Jaina. Er ist fort. Verzeiht, dass ich gehorcht habe, Meister, aber... Ich habe gelernt, mich auf deine Neugier zu verlassen, mein Kind. Dieser Irre ist überzeugt, dass das Ende der Welt bevorsteht. Ich habe Gerüchte gehört, dass eine Seuche in den Nordländern grassiert. Glaubt ihr wirklich, dass sie magischen Ursprungs ist? Viele spricht dafür. Darum musst du dorthin reisen und Ermittlungen anstellen. Ich habe eine ganz spezielle Begleitung für dich ausgesucht. Ja, Meister. Ich tue mein Bestes. Das weiß ich, Kind. Leb wohl. Prinz Arthas, wir warten jetzt seit Stunden hier. Seid ihr sicher, dass eure Freundin kommt? Ganz sicher. Jaina neigt nun mal zur Unpünktlichkeit. Wir müssen ihr helfen. Lasst die Klinge stecken, Captain. Sie kommt allein zurecht. Meine Herren, Miss Jaina Proudmoore. Spezialagentin der Kirin-Tor und eine der begabtesten Zauberinnen im ganzen Land. Scheint, habt ihr eure Gabe nicht verloren. Schön, euch wiederzusehen, Jaina. Ganz meinerseits, Arthas. Es ist lange her, dass ein Prinz mein Begleiter war. Ja, das stimmt. Mir scheint, wir sollten aufbrechen. Okay, ich habe hier gerade einen kleinen FPS-Einbruch. Ich glaube, ich weiß, woran es liegen könnte. Unsere Informanten glauben, die Seuche brach in der Region nördlich von hier aus. Wir sollten die Dörfer an der Königsstraße überprüfen. Okay, die FPS sind nicht gut. Ich werde hier mal ganz kurz unterbrechen. Bis gleich.